So, ja, da ist so eine Bombe. Das ist gut. Also, wir haben eine Bombe. Astralis gegen Optic Gaming. DE Inferno. Versuch Nummer 2. Diesmal hoffentlich mit Bombe. Aber es sieht ja gut aus bisher. Und es sollten auch alle Spots gefixt sein, wo die Bombe stuckt werden kann. Also, was kann jetzt noch schiefgehen? Sagte er. So, schau mal, was Optik vorhat. Diesmal kriegen sie auf jeden Fall den Entry-Frag gegen Device eben nicht in der Mitte. Sapex und sein Mate. Wer ist es denn? Cajun. Sitzen da beide in der Banane? Cajun hat sich da kurz mal irgendwie ablenken lassen. Problem ist natürlich, dass die jetzt genau wissen, wo er sitzt momentan. Zieht sich dementsprechend da auch relativ früh zurück. Man will also weiter die Banane ancontacten. Sie wollen jetzt direkt den Go spielen. Also mit der Smoke dann gleich durchgehen. Schöne Flashen und einfach explodieren. Aber Cajun explodiert auch. Und vor allem die Köpfe von Optic explodieren. Sypex hat sich auch noch einen mitgenommen. Rush und Stanislav im 2 gegen 5. Das ist natürlich jetzt bitter. Denn die eigentlich erste ausgespielte Runde hat für sie ja deutlich besser funktioniert. Hier wird man jetzt einfach komplett zerschossen. Cajun. Und dann ist es nur Stanislav, der hier aber nochmal zwei schöne Shots raushaut. Und schon wird Sypex vorsichtig, denn er will ja nicht auch noch abgeholt werden. Kommt auch nochmal rechtzeitig zurück. 24 HP ist zu wenig, um die Runde noch zu entscheiden. 1:0 für Astralis. Also sehr schöne B-Verteidigung. Trotz der beiden Frags von Stanislav muss man ihn einfach... Was ist da jetzt los? Oh, wir haben Cleanfeed-Sound? Na also. Das läuft ja hier richtig. Dann könnte man fürs zweite Spiel wirklich überlegen, ob man da drauf geht. Aber drauf gehen wollen. Ziemlich gut aus. Man ist natürlich in den Forceball gegangen, weil man die Bombe eben nicht gelegt hat. Schauen wir mal, ob Mixwell da vielleicht wenigstens noch ein bisschen Schaden machen kann. Ah, ne, haben sie aber schön zusammengespielt, haben sich da sauber gedeckt gegenseitig, dass da auch ja nichts schief läuft. Ich sehe gerade immer noch, dass die Auslastung der CPU irgendwie komischerweise extrem hoch ist. Ach, der Clean Feed war das. Na, da seht ihr mal her. Der hat aber mal schlanke 20% der CPU verbraucht. Alles klar. Gut, so, jetzt müsste es aber definitiv besser sein mit den Lags. Jetzt müsste es auch besser laufen. Sorry, wenn das nochmal ein bisschen geleckt hat gerade eben, aber jetzt müsste es wirklich besser sein. Gut, also wir haben das 2:0. Astralis mit einer weiteren Runde. Schauen wir mal, die Anti-Eco sollte ja jetzt hier eigentlich auch kein größeres Problem sein, gerade weil die Gegner jetzt eigentlich mehr oder weniger in der Full-Eco sind. Mixwell! Junge, da ist aber drüber rasiert. KGMB kann zwar noch mal in der Mitte aufräumen, sie müssen muss noch ein bisschen auf den Spieler dann der T-Treppe aufschauen, der ist aber definitiv schon bekannt. Wir sehen, dass Apex ja schon sauber durchgehalten hat. Stanislav von Neffler im 2 gegen 2. Jetzt aber was für Damage natürlich schon gefallen ist. Gerade in den CTs tut es immer ziemlich weh. Schauen wir, was die beiden davor haben. Sie haben natürlich trotzdem nur Glocks und... Dementsprechend wird es halt schon noch schwer, auch wenn man da jetzt bereits viele Frags gezogen hat. Was dann ist von Neffler? Übrigens, ganz kurz zur Personalie Olofmeister, wer es nicht wusste, hat in einem Interview gesagt, dass es was sehr Seltenes ist, was er sich da getan hat. Also er hat sich dieses Handgelenk gebrochen oder sowas, ist alles Quatsch. Auch kein Carpal-Tunnel-Syndrom oder so, sondern er hat... quasi mit den Brustmuskeln Probleme, die können ihm die, oder klemmen ihm die Nerven teilweise ein, die dann Richtung Arm rauslaufen und das sorgt dafür, dass sein Arm halt taub wird, beziehungsweise sich sehr, sehr unangenehm anfühlt. Und daran arbeitet er momentan mit einem Physiotherapeuten, wenn ich es richtig mitbekommen habe, der das bisher in seiner Karriere nur zweimal gesehen hat. Und sie hoffen halt, dass er das jetzt irgendwie hinkriegen kann, halt ziemlich lange dauern, aber ist schwer zu sagen, wie lange er da noch ausfallen wird. Muss man abwarten. Dadurch, dass es so selten ist, ist es halt auch schwierig für den Arzt natürlich da direkt richtig zu behandeln. So, schön von KGMB. Die Bombe wurde zwar noch geplantet, aber er setzt sofort die beiden Kills hinterher. War auch wirklich nötig, dass die Runde noch gerettet wird, weil Mixwell hat da echt ganz schön kaputt gemacht.
Aber 13-0 für Astralis. Ja, das ist ja nach der gewonnenen Piss-Round, ist es dann mehr oder weniger so eine. Also muss es ja dann irgendwie so ablaufen. Klar, die Forceballs sind immer wieder gefährlich, aber gerade wenn du das 2-0 rausholst, dann müsste das 3-0 eigentlich im Normalfall immer holbar sein. Wenn nicht gerade wieder ein Mixwell um die Ecke kommt, der halt zwei Leute mit der P250 umholzt. Wo wir auch mal wieder sehen, vielleicht sind die Pistolen dann doch ein kleines Stückchen zu stark, denn wenn du 300 ausgibst und zwei Leute mit Equip wegholst, mit jeweils einem Schuss, ist ganz okay. So, jetzt sehen wir Astralis in der ersten Waffenrunde hier mit drei Leuten sofort Richtung B gehen. Also man hat vermutet, dass da wohl ein schneller Push stattfinden könnte. Die Nate, gut, die waren vom Timing jetzt ein bisschen glücklich gegen Cypex, hat ihm da sehr, sehr viel Damage gemacht. Dafür, dass es, ja, wir kennen ja CSGO-Nates, da kannst du eigentlich froh sein, wenn du 40 Damage machst. So, und Cajun hat sich auch schon wieder zurückgezogen jetzt. Also er war wirklich nur zu Beginn der Runde da. Und es war schon wahrscheinlich, dass Optic Gaming mal so ein Bego ausprobieren wird. Die Frage ist halt nur, ob es dann vielleicht noch ein verzögerter ist. Aber wenn du halt zu Beginn direkt mit drei Leuten da stehst und die rushen dann durch, dann kannst du es im Normalfall eigentlich immer aufhalten. Wir sehen Optic Gaming jetzt sowieso erstmal relativ langsam. Also House haben sie bereits eingenommen. Das ist eigentlich so ein Standardvorgang, auch um zum Beispiel einen Lurker in dem Moment dann anscheinend Depster abzustellen. Zum anderen ist auch die Banane schon unter Kontrolle gebracht, also Astralis momentan noch recht defensiv wirklich. Sie warten jetzt erstmal ab am Spot und schauen mal, was Optik da wirklich so anspielen möchte, bevor sie sich jetzt irgendwie dafür entscheiden, großartig offensiv zu pushen irgendwo. Die Weiß hatte kurz mal die Idee rüberzuschieben durch die Smoke, durch die CT-Smoke, lässt sie sich allerdings davon abhalten. Und Dupree hat sich da gerade mal ein bisschen Anti-Flash reingedreht, muss jetzt auch schnell zurückgehen, denn die Gegner werden da ziemlich flott durchpushen. Da kannst du mit dem Molotov natürlich für den Moment zumindest nochmal abhalten. Man lässt die Langposition erstmal komplett offen und da hat die Kommunikation nicht so hundertprozentig gestimmt, haben sich nicht perfekt gegenseitig gedeckt. Oh, Stun ist nach wohl sein Mate da oben weg. Dann aber auch noch die Play bzw. Netfly war das und Kerrigan wurde halt nicht mehr vermutet. Deswegen kann jetzt die Bombe machen, 5 Sekunden auf der Uhr. Hat es gut gereicht? Nee, es kann. Okay, ich dachte schon fast, sie hat die Bombe nicht mehr planten können. Also super knappe Geschichte. Kerrigan hätte es echt fast geschafft, einfach nur durch diesen Kill die Runde zu entscheiden. Die Weiß und Cypex müssen jetzt auf jeden Fall einen Retake. Ganz schönes Durcheinander da auf dem Spot. Da hat sich Gajan wirklich ein kleines bisschen bitter einfach abholen lassen. Das hätte so eigentlich nicht passieren dürfen. Ach, schön von Rush. Sauber weggeholzt. Ja, und dann entscheidet sich Cypex dafür, einfach defensiv zu gehen. Also die AWP dann lieber nochmal wegzubringen oder zumindest die so zu stellen, dass er da ein bisschen sicherer steht einfach nur. Ja gut, also die erste Waffenrunde da für Optic Gaming entstanden, aber wirklich, ich weiß nicht, ob man es als bitteres Timing oder als Deckungslücke bezeichnen soll. Es war ein bisschen von beiden einfach, dass Cajun da halt erwischt werden kann. Weil eigentlich stand Kerrigan ja bereit, um das Haus anzuschauen, aber er ist halt genau in dieser Sekunde mal kurz weggezogen. Und dass er gegen den Deck so weit raussteppt, ist halt schon bitter einfach. Aber auf der anderen Seite muss man halt trotzdem damit rechnen. Es könnte aber eigentlich auch sein, dass er einfach, Moment, dass der Gegner hier hinten noch gestanden ist. Das könnte auch sein, ja, und dass er Cajun daran gesehen hat im Backstab. Das vermute ich mal sogar fast, weil Kerrigan hätte ihn sonst eigentlich mitbekommen müssen. Dann hätte ihn ja auch an Cajun ansagen können, das hätte schon gereicht in dem Moment. Aber gut. Cajun, First Frag sitzt Richtung B, das ist immer gut. First Frag Richtung B so zu bekommen ist immer eine gute Situation. Cypex hat seine Smoke jetzt auch verworfen, die glaube ich war eigentlich anders gedacht. Also es wirkte so, als ob er die eigentlich so werfen will, dass die abprallt. Schön umlaufen von Mixwell. Junge, den hat er vernascht. Das war genau richtig gedacht und hat auch überhaupt nicht mitbekommen, der zweite B-Spieler. Und jetzt hast du halt eben schon 5 gegen 3 und das, gerade mit dem Frag jetzt auch noch im A-Haus, ist eine Situation, in der du einfach safen gehst. Problematisch für Astralis ist halt, dass sie jetzt hier wirklich safen gehen können werden, weil halt Stanislav eben schon so nah dran ist. Ja, da steht er jetzt schon im Haus bereit. Das heißt, sie kommen da auf jeden Fall nicht raus, ohne gesehen zu werden. Auch die Mitte wird schon abgedeckt. Damit hat sich die Hausproblematik erledigt. Die Weiß wird trotzdem abgeholt. Kerrigan wird da irgendwie noch versuchen, mit Biegen und Brechen seine M4 zu safen, damit wenigstens die eine Waffe noch durchgeht. Na, schön gegen Debs. Aber der Fly ist am Start. 3-2, also Optic Gaming bisher, seit sie die Waffen in der Hand haben. Nicht schlecht dabei. Klar, es waren jetzt nur zwei Waffenrunden, aber man hat die beiden eigentlich sogar ziemlich sicher gewonnen. Haben mit drei Leuten jeweils überlebt, das geht absolut in Ordnung. Und die Runde, die war halt auch schon zu einem sehr, sehr frühen Punkt safe. Ich meine, das muss man ja eigentlich auch sehen. Ja, nicht, dass nur drei Leute überlebt haben, sondern dass man halt eigentlich den einen Entry-Frag auf B zieht, den zweiten B-Spieler sauber umläuft, dann hast du 5 gegen 3 und ab dem Zeitpunkt ist die Runde eigentlich schon vorbei. Und die anderen beiden Spieler haben sie dann nur noch im Hand verloren. Also von dem her,
das sieht alles ziemlich gut aus. So, jetzt gilt es halt eben nur nicht, die Anti-Eco zu verlieren. Device konnte da gerade eben schon mal den ersten Deagle-Headshot setzen. Sapix und Cajun Bee sind beide nur mit der USP hier am B-Spot am Start. Das ist natürlich jetzt, also das wird schwierig, da irgendwas anzurichten. Oh, doch, wird gecheckt, ja. Debs ist nur am Anfang vorbeigesprungen. Konnte sich da auch auf die Flash verlassen, dass Sakura halt blind ist. Jawohl, das überhaupt kein Problem, aber mit direkt hinten rüber zu rasieren. Device sucht halt auch noch irgendeinen Hoffnungsshot. Ja, das ist halt jetzt, das ist wirklich die pure Hoffnung einfach. Dass er vielleicht einen durch die Smoke erwischt. Klar, er weiß ungefähr, wo er hinschießen muss, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass er einen bekommt so. Ah, dementsprechend zieht man sich da dann schon zurück, schaut halt zum größten Teil nur noch auf die Exit-Frags, dass man damit noch irgendwie einigermaßen zurechtkommt. Wenigstens eine Waffe mitzunehmen oder so wäre natürlich schön, aber Optic Gaming wird sich halt zur City-Base zurückziehen. Sie haben ja vorhin schon gesehen, dass Device da war, jetzt sich aber überhaupt nicht mehr gezeigt hat. Und selbst wenn Device da ist, dann rasiert halt die MAC-10 einmal kurz drüber. Also auch sehr diszipliniert jetzt von Optic, dass sie da einfach schön zusammenbleiben, dass sich keiner irgendwie trennt von der Gruppe, sondern man da aufeinander achtet, dass auch ja keiner mehr drauf geht. 3:3, Ausgleich ist geschafft, auch die Anti-Eco saß. Und somit geht's für Astralis in die nächste Kaufrunde, in der sie jetzt wahrscheinlich, ja, teilweise ein kleines bisschen am Equipment sparen müssen. Device hat sich lieber einen Helm gekauft. Auch Cajun mit Helm unterwegs, was jetzt im Hinblick auf die MAC-10 und gerade auch auf die M4 von Nefly gar nicht mal so schlecht ist. Mixwell spielt nur eine Glock. Hat er das schon bemerkt? Hat er wirklich nur eine Glock? Ja, und jetzt ist ihm gerade eben aufgefallen. Oh shit, what up? Oder auch nicht? Hofft er so sehr drauf, dass sie keinen Helm aufhaben? Aber er hat doch 9200. Naja, okay, das war keine Absicht. Also da ist irgendwas schiefgelaufen. Mal rein in die Mitte für diese G2-Aufbau. Oh, und eigentlich ist Optic Gaming davon ausgegangen. Was sie aber nicht einberechnet haben, ist, dass die Weiße einfach komplett über den Haufen schießt und Nefly wird dann auch nur noch zerlegt. Also der Mitte-Go hier nach allen Regeln der Kunst zerstört. Natürlich auch bedingt durch die gute Aufstellung von Astralis, weil halt ein Spieler einfach Anti-Flash stand, sodass er gegen diesen Go halt mehr oder weniger immun war, in Anführungszeichen, zumindest halt nicht geblendet war und die Gegner ablenken konnte vor den blinden Spielern. Aber an sich ist Optic Gaming von dieser Aufstellung schon ausgegangen. Also man hat es ja auch gesehen, die anderen beiden waren ultra blind, nur halt eben dieser eine Spieler nicht. Und das reicht aus, um sie in dem Moment aufzuhalten. Wobei ich den Go jetzt aber dann nicht wirklich abschreiben würde. Also ich würde es einfach nochmal probieren bei Optic Gaming. Es ist halt bitter, wenn der direkt zwei erwischt, okay, das passiert halt mal. Klar kannst du dann sagen, wenn der eine tot ist, muss der Reflect halt sitzen, aber das geht halt eben nicht immer so perfekt. Von dem her, ich würde es aber noch ein zweites Mal probieren vielleicht, wenn man wieder die Vorahnung hat, dass die Gegner sich nochmal so aufstellen. Schöne Flash hier auch wieder gegen Cypex, auch die kam direkt auf den Schlitz, sodass er einfach super blind ist. Mixwell darf einfach keine Waffen kaufen. Ist zu gut mit AK. Nein, diesmal auch wieder das NLK dabei. Ich denke mal, es war gerade einfach wegen Bytime dann halt, dass er gar nicht mehr zurück konnte, theoretisch. Deswegen dann auch wieder umgedreht. Ja, ist halt bitter, mein Gott, sowas. Also theoretisch wäre es echt gar nicht so schlimm gewesen, selbst wenn er die Glock gespielt hätte, weil eh zwei Spieler ohne Helm da waren. Und selbst mit der P250 dann, ich meine, ja, wir kennen ja die Pistolen. Damit hat er vorhin auch einen Double Kill gegen die Waffenrunde gemacht. So, jetzt kommt ja einfach nochmal der Bego, auch der ist natürlich immer eine Alternative, allerdings steht Astralis mit drei Leuten bereit und Device wird versuchen, die Smoke zu gehen. Aber die Flash saß nicht und wenn die nicht sitzt, dann bist du einfach tot. Agent kann einen machen, schönes Crossfire über den kompletten Spotverteil. Das hat mir ziemlich gut gefallen, dass sie sich die Zeit nehmen und einen Spieler wirklich außen über die Ruine laufen lassen. Denn dadurch hast du natürlich ein viel besseres und vor allem auch ein viel größeres Crossfire, was es den Gegnern deutlich schwieriger macht, da mehrere Gegner gleichzeitig abzuholen. Trotzdem ist man im 2 gegen 2, also durchaus noch holbar für die Spieler von Astralis. Trotzdem, sie müssen jetzt natürlich erstmal abwarten, bis die Smokes dann faden und dann kann man da langsam aber sicher reingehen. So, die erste Flash fliegt. Sie haben auf jeden Fall auch ein Diffuse-Kit. Boah, die saß aber ganz schön gut. Junge, Junge. Ah, Aufwinkel gewählt eigentlich von Stanislav von Nefly. Mit 2 AP überlebt er. Da werden einfach 2 Headshots verteilt. Wenn nichts hilft, dann hilft das Aiming. Dann musst du halt auf Gesicht geben.
4:4, Optic Gaming gleicht also erneut aus, holt sich direkt die Anschlussrunde gegen Astralis und das kostet natürlich bei den Dänen wieder sehr viel Geld. Sie können nur deswegen jetzt nochmal kaufen, weil sie gerade im Flawless durchgekommen sind. Warum wird hier eigentlich immer noch Inferno und nicht Nuke gespielt? Das ist eine ganz einfache Geschichte und liegt daran, dass in der Liga-Phase auch schon Inferno gespielt wurde und man sich jetzt einfach dafür entschieden hat, das noch beizubehalten. Ja, also es war quasi noch zu kurzfristig, dass man gesagt hat, okay, die Teams haben jetzt noch nicht lange genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten auf den Nuke und deswegen einfach Inferno. Wird jetzt aber wirklich, denke ich mal, langsam aber sicher eins der letzten Events sein, wo Inferno dann auch wirklich gespielt wird. Ja, obwohl. Ja, mit den ganzen Miner-Turnieren. Es ist halt einfach eine Frage jetzt auch der Teams, denke ich dann einfach mal, bis die halt dann langsam mal anfangen, die Map auch so zu akzeptieren. Weil ich meine, im Endeffekt hilft nichts. Spätestens beim Major musst du es dann können, weil sonst kann es halt sein, dass ein Team einfach nur Nuke vorbereitet, hofft, dass die Map immer durchkommt und dann voll zerreißt da drauf. So, Cajun B. Und Cypex wieder beide auf B. Diesmal wird wahrscheinlich wieder nur Rush davor geschickt. Gleichzeitig wieder der Go Richtung Mitte rein. Man kriegt da wieder sehr viel Platz. Also wieder lieber vom Spot das Ganze gedeckt bei Astralis als wirklich auf den beiden Seiten. Was man ja auch sehr häufig sieht. Das ist eine andere Aufstellungsvariante, dass du halt dieses Crossfire über kurz, also über Action und über den CT-Bogen aufbaust. Macht man hier aber im Moment nicht. Die Pre kann sich gegen Devs eigentlich schon mal ziemlich gut wehren. Jawohl, nimmt ihn noch raus. Gleichzeitig aber seine Mates umlaufen worden. Kerrigan rechnet immer noch mit dem Spieler spät übers Haus. Jetzt eben nicht mehr. Also das Timing war hier ziemlich gut, aber Stanislav sowieso schon den Gegner umgeräumt. Die Pre ist noch im Haus hinten. Wird er wahrscheinlich momentan noch nicht erwartet werden. Aber sie wissen, dass irgendwo noch ein dritter Spieler sein muss. Das Problem ist halt, sie können halt jetzt Cypex und KGB nicht von diesem dritten Spieler unterscheiden. Erst dann, wenn sie sie töten, dann lesen sie natürlich, okay, die Pre fehlt ja noch, der eigentlich ein A-Spieler war. Spätestens mit der Flash hat er sich dann sowieso verraten. Zwei Spieler wie Action und einer. Bisschen verspätet über die Bibliothek, beziehungsweise über lang einfach raus. Rush wird ja momentan noch nicht gesehen, also sie halten sich alle wirklich versteckt vor ihm. Stanislav wieder schön den Winkel eingehalten, ganz, ganz gut abgezielt. Und KGB beziehungsweise Dupree ziehen sich zurück, ihnen ist es dann doch zu knapp einfach von der Zeit her und sie hätten ja noch drei Leute abholen müssen. Also Optic Gaming überrascht mich bisher sehr, sehr positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Astralis momentan noch mit Problemen. Auf der anderen Seite meinte Kerrigan aber selbst auch, dass Astralis auf Inferno momentan eher Probleme mit der CD-Seite hat und die T-Seiten dafür umso besser sind. Aber nichtsdestotrotz, man muss Optic Gaming hier auch einfach lassen, dass sie gerade halt auch sehr, sehr gut spielen. Ja, also es ist jetzt nicht nur irgendwie, Astralis macht hier so eine schlechte CD-Hälfte, dass da jedes MM-Random-Team drüber marschieren könnte, sondern Optic Gaming spielt echt solide momentan. So, jetzt hier, ja, mehr oder weniger wieder gegen die Eco. Also, wir sehen hier die beiden gesaveten Waffen bei Dupree und Cajun. Puh, und wir sehen vor allem auch Nefly mit dem Headshot da Mitte hoch. Junge, Junge, Junge. Das wurde gleichzeitig auch noch angegangen. Ja, die Weiß hat zumindest Mixwell schon mal ordentlich low geschossen, aber so wirklich sterben will da auch noch keiner. Mixwell seinen Mate, oder sollte seinen Mate jetzt eigentlich vor allem vorschicken, weil bevor er da jetzt noch irgendwie drauf geht, wäre es eigentlich besser, wenn er den da reingehen lässt. Cajun Device. Für Cajun wäre es natürlich schön, die AK zu safen, aber das ist jetzt in der Situation wahrscheinlich noch relativ unwahrscheinlich. Ja gut, obwohl Stanislav sich jetzt auch zurückzieht. Ich dachte eigentlich, er würde noch stehen bleiben und sie halt versuchen abzufangen. Aber dadurch, dass er jetzt auch noch in die Banane reingeht, schwinden dann natürlich die Chancen trotzdem, dass man die beiden noch erwischt. Gut, ist jetzt auf der anderen Seite auch kein wirklich allzu großes Problem. Astralis wird so oder so kaufen können. Klar, es ist schon ein Unterschied da, weil KGB jetzt einfach dann Nades kaufen kann, theoretisch auch eine Waffe droppen könnte, vielleicht sogar eine AWP droppt. Und dadurch ist dann auch der AWP-Spieler besser ausgerüstet. Aber grob gesehen macht es jetzt trotzdem keinen Riesenunterschied. Also es ist okay, wenn man ihn hier durchlässt und sich das Geld lieber selber zurücklegt, weil das werden sie auch noch brauchen. Ja, 6:4, Optic Gaming geht also mit 2 Runden in Führung. Wer hätte das gedacht? Nur 4,5% von uns, zumindest auf 99 Damage. Gut, das mit dem AWP-Drop hat man sein lassen, obwohl es sich wirklich genau ausgegangen wäre. Dafür wurde halt nochmal eine M4 weitergelegt, also auch das ist natürlich absolut legitim. Vor allem
Deswegen, weil Cajun dann halt auch selbst Granaten kaufen kann. Und das ist eigentlich schon grob, wo man sagt, okay, sollte man machen. Und gerade der Banane, Mixwell kann den ersten setzen und dann wird nochmal Frag Refrag gemacht. Obwohl Mixwell sogar den noch vorher gemacht hat. Also er hat selber beide gemacht. Und erst die Nate konnte ihn dann quasi aus dem Spiel nehmen. Ja, jetzt hat man halt eine super gute Situation. Also wenn du dann auch noch solche zwei Frags am Banane hinterherlegst, die Runde geht halt schon wieder direkt gut los. Aber das war halt auch ein Risiko, was Astralis eingegangen ist. Was aber auch okay ist. Ja, es ist völlig legitim, mit zwei Leuten in die Banane reinzugehen. Und manchmal, ja, geht's halt dann einfach nicht auf. Dann verlierst du halt zwei Spieler und dann ist die Runde halt ziemlich bitter. Aber sie haben es halt wenigstens probiert. Und das ist schon gut so. Also man sollte jetzt hier nicht die Initiative verlieren, nur weil man halt mit solchen Situationen einfach so ein paar Mal Pech hatte. Sondern sie dürfen da durchaus schon bei sowas, oder sie dürfen sowas durchaus schon beibehalten, denn irgendwann wird es dann mal klappen. Und umso sicherer ist die Runde dann auch, wenn es halt eben funktioniert. Ist das ein Best of One? Allerdings, das hier wird nur eine Map sein, DE Inferno. Als nächstes Spiel dann übrigens für alle, die dies interessiert, haben wir dann Luminosity gegen G2. Also die Brasilianer, die jetzt mittlerweile auf Platz 1 der Weltrangliste sind. So. Ja, die Kreator schon mit dem Gegner von hinten gerechnet. Ach, Kerrigan kann dann Double Kill machen und dann schöpfen sie wieder so eins und rein, aber Nefly. Zum Glück kannst du ja nochmal rumreißen. Und eigentlich hat man die Situation echt nicht gut ausgespielt, gerade eben bei Optic Gaming. Für die Weiß ist auch noch nicht aller Tage Abend. Nefly mit 13, Stanislav mit 31 AP. Also, beide jetzt nicht unbedingt so krass unterwegs. Wenn er da durchspricht. Gesagt, getan, aber ich habe keine Ahnung, wie er Neff leider nicht getroffen hat. Ich weiß es einfach nicht. Die Schüsse, die konnten eigentlich gar nicht an ihm vorbeifliegen. Stanislav überlebt halt auch. Und ich meine, auch der hatte nur noch 31 KP. Mit einem Hit hätte er schon 27 verloren. Ja, 7 zu 4. So, jetzt kann Kerrigan kein Timeout kommen, oder was? Alles klar, also Pause war der Befehl. Hä? Was? Jungs, was ist denn los mit denen? Ich bin gerade so verwirrt. Okay, also. Es ist Pause. Okay, es geht darum, dass sie normalerweise mit dem ESL-Plugin auch Timeout machen könnten. Also, da ist ein Unterschied zwischen Timeout und Pause. Pause für technische Probleme und Timeout für taktischen Timeout. Finde ich interessant, dass man den jetzt noch zieht. Also, bei der 12. Runde ist halt schon relativ spät, aber man will anscheinend noch ein bisschen mehr rausholen. Finde ich, also, man ist halt trotzdem unzufrieden mit der CT-Hälfte einfach. Obwohl Kerrigan meinte, dass es zu wenig ist. Also, dass die nicht wirklich gut sind auf dieser Map auf der CT-Seite. Aber man muss halt trotzdem dazu sagen, Inferno ist halt jetzt keine wirkliche T-Map. Ja, ganz im Gegenteil. Normalerweise rechnet man das schon eher so mit einem 10-5. 9-6 ist noch okay. 8-7 im äußersten Notfall okay. Könnte jetzt Astralis hier auch noch machen, aber da werden sie noch ein kleines bisschen was vor sich haben. Wir können vielleicht mal ganz kurz in den Feed reinschauen. Wobei der ja so viel Leistung frisst, also wahrscheinlich doch nicht. Na gut. Aber so, ich weiß halt nicht wirklich, was sie im Timeout jetzt besprechen wollen, weil eigentlich verliert man die Runden halt zum großen Teil, weil diese Aktionen, die man versucht, halt schlicht und ergreifend schief gehen. Ja, wenn sowas klappt, wie zum Beispiel vorhin oben in der Mitte, wo die Weiß dann einfach mal einen Double Kill macht und dadurch halt den Go sofort auffällt, dann haben sie die Runde halt mal flawless gewonnen. Also ich denke eher, der Timeout ist jetzt wirklich dazu da, dass man sich einfach ganz kurz... Also klar, gibt man jetzt mal durch, okay, wir könnten vielleicht mal versuchen, da und da offensiv zu gehen und wir müssen da aufschauen, dass man sich hier besser deckt und da muss vielleicht mal eine Flash kommen, wenn die wirklich pushen. Aber wir sehen es jetzt auch schon in der Länge des Timeouts. Ich denke, es war zum großen Teil wirklich einfach nur ganz kurz mal durchschnaufen, tief durchatmen und jetzt nochmal schauen. Einfach nochmal neu konzentrieren, neu fokussieren und dann da nochmal reingehen. Denn ich denke wirklich, allzu viel umstellen muss man nicht und kann man ja jetzt auch großartig nicht wirklich. Ja, ich glaube, das müsste auf Inferno anders spielen außer 3-2. Klar, du kannst am Anfang der Runde vielleicht mal 3 Richtung B schicken und dann halt später wieder umstellen. Aber großartig anders geht's natürlich nicht. Die Frage ist nur, wenn man zum Beispiel die Banane offensiv einnehmen oder sowas. Aber da ist halt auch wieder das Ding, das haben sie ja vorhin schon mal versucht und es hätte durchaus auch noch klappen können. Aber das ist halt dann einfach bitter gelaufen.
Ich meine, geht zum Beispiel die Nate gegen Mixwell vorne in der Banane ein kleines bisschen früher auf, dann macht er halt nur einen Frag und wird danach hochgejagt. Und dann sieht die Donald Chip ja komplett anders aus. Aber das ist halt wieder so ein Sekundentiming, da kannst du dich auch einfach nicht drauf einstellen. Außer natürlich, du setzt den Frag halt vor, also bevor Mixwell quasi den zweiten noch machen kann. So, Optic Gaming, die schieben jetzt erstmal eine ruhige Kugel. Ja, man baut sich erstmal auf. Zwei Leute Banane, drei Leute Richtung falsche Mitte bzw. Haus. Und dann sucht man erstmal nach dem gestrigen Tag. Das ist ja immer der Kritikpunkt von vielen auch, also gerade von vielen Zuschauern an Inferno, dass die Map halt sehr langatmig ist. Also die meisten Runden werden relativ langsam ausgespielt. Deswegen Navi, die ja auch in der Vergangenheit immer wieder sehr, sehr gerne ausgepackt. Mittlerweile nicht mehr so sehr. Nochmal die Pre, jawohl, wenn man einen mitnehmen können. Versucht sich da so wenig wie möglich zu zeigen, nur gerade so viel, dass er halt seinen Schuss abgeben kann. Aber der macht es eigentlich ziemlich gut, ja. Das hat ziemlich gut funktioniert, was sie davor hatten. Sie haben optikal jetzt eben einfach diesen, ja, diesen Schwung aus dem Go rausgenommen, weil die halt nicht nur gerade keinen Track bekommen haben. Die Weiß wusste auch schon, dass der Gegner durch ist. Nefly geht somit auch noch drauf. Und es ist das 7 zu 5. Ja, die haben halt da vergeblich ihren Frag gesucht, sind total aus dem Konzept geraten, einfach dadurch, dass sie die Pre da im Hausmeister entweder nicht vermutet haben oder ihn halt dann nicht bekommen haben. Und das war alles nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Auch Kerrigan meinte ja, also die beiden Dinge, die er an Inferno verändern würde, deswegen ist auch immer so schön, ja, am Inferno kannst du am Anfang der Runde einfach immer schön ausholen, weil du weißt sowieso, die Teams werden einfach langsam spielen. Also nochmal ganz kurz, Kerrigan meinte halt auch, an Inferno würde er am liebsten eine breitere Banane sehen, plus den Balkon ändern. Zum Beispiel, also es ist zu schwer, meint er momentan rauszukommen, das ist ein zu krasser Chokepoint. Kisten hinstellen oder sowas wäre für ihn eine Lösung, zum Beispiel. So, jetzt haben wir doch gerade mit dem Offensivpush in die Banane gesehen, diesmal hat das halt zum Beispiel funktioniert. Das ist genau das, was ich meinte. Jetzt funktioniert es halt, jetzt hat man den Vorteil, aber ja, da kannst du jetzt eigentlich allzu viel dran rumbesprechen. Wenn du halt triffst, dann triffst du, wenn du nicht triffst, dann hilft dir auch kein Timeout. Außer eben, dass du halt nochmal ganz kurz runterkommst und dich ein kleines bisschen wieder mehr konzentrierst. So, Abfahrt auf den Spot, schöner Go. Ah, das war Cage und da auch mit out of position und auch Cypex wird halt einfach gereflexed, dass man hier im 3 gegen 3 draufkommt. Also das ist eigentlich ein Standard-Go. Und da sah Cage schon überhaupt nicht gut aus. Also war nicht darauf vorbereitet, ist wieder auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ist aber halt jetzt dann wieder, naja, weniger Timing-Pech, als man hätte halt schon damit rechnen können. Aber gut, der Retake, denke ich mal, steht unter gar keinem so schlechten Stern, weil man hier einfach zwei Spieler, die schon ziemlich angeschossen sind und auch Redler mit 70 nicht mehr so viel hat. Steps kann wenigstens tauschen, mehr oder weniger. Trotzdem gegen Nefla erfolgreich gewesen. Jetzt fällt auch Debs und somit hängt es halt an Stanislav, das Ganze aber irgendwie zu entscheiden und der versprayt. Damit ist der Retake erfolgreich. Haben sie versucht, mit ein bisschen extravaganten Positionen zu spielen. Dafür hat halt allerdings das Backup dann gegenseitig gefehlt. Ja, und es gibt die Runde Nummer 6 für Astralis obendrauf. Allerdings durch die gelegte Bombe nochmal genug Geld für Optic Gaming. In der letzten Runde könnte es dann jetzt dann ein kleines bisschen knapp werden. Je nachdem, ob die Bombe geplantet wird oder nicht, müssen sie halt dann schauen, ob man sich da noch mal was leisten kann. Wieder sehr offensive Aufstellung da von Astralis und das war eigentlich bisher das, was halt eben immer nicht so gut funktioniert, außer in der einen Runde, wo die Weiß einen Double Kill gemacht hat. Kerrigan, alles klar, da hat er wohl irgendwas falsch gesehen. Er hat halt voll dahin geschossen, weil einfach keiner stand. Vielleicht hat er es irgendwie falsch mitbekommen oder einfach nur krass verrissen. Okay, JB schnell durchgepusht durch den Molo, damit er jetzt quasi nicht vermutet wird aus dem Haus raus. Das könnte vielleicht, ja, vielleicht so gut funktionieren, wenn sein Mate halt nicht stirbt. Aber dadurch, dass sein Mate stirbt, selbst wenn er den Überraschungseffekt hat, er muss halt drei Leute umholzen. Schauen wir mal, wie er zuerst sieht. Es ist tatsächlich sogar der Spieler am Sandkasten, weil er einfach runtergedroppt ist. Mate, ja, da ist dann Schluss. Achte Runde für Optic Gaming und wir schauen mal ganz kurz ins Geld bei Astralis. Ja, viel ist es nicht, aber sie werden auf jeden Fall kaufen müssen, denn es ist die letzte Runde der ersten Hälfte. Und Optic Gaming, also zumindest auf der T-Seite, habe ich jetzt wirklich positiv überrascht. Jetzt ist halt nur die Frage,
Wie schaut es gleich auf der CD-Seite aus? Denn zum einen ist Astralis halt auch ziemlich stark und zum anderen sieht man es ja dann trotzdem häufig, gerade bei solchen Kalibern wie Optik, dass sie auf der T-Seite einfach ein stärkeres Spiel abziehen können als auf der CD-Seite. Ja, schön auch hier wieder den offensiven Banane-Push zerlegt. Also die Weiß hätte keinen Weg zurück gehabt durch den Molotow, er musste dann quasi reingehen, war halt komplett blind. Und dass er daran verschießt, ja, das ist halt die logische Konsequenz. Auch hier trotz des Entry-Fracks, ja, die man da ziemlich locker bekommen hat, erstmal wieder langsam aufbauen. Das finde ich sehr schön von Optic Gaming, dass die da nichts überstürzen, sondern sich einfach sagen, okay, wir picken jetzt erstmal weiter, oh hoppala, schauen halt, dass wir da irgendwie nochmal einen Kill bekommen oder halt dann selbst gepickt werden, das ist immer das Risiko dabei. Stanislav kann auf jeden Fall nochmal zurückschlagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der Spieler da dann wirklich offensiv geht. Jetzt versucht auch die Predator nochmal reinzusteppen, aber das funktioniert besser, weil Stanislav eben auch ins Crosshair schleicht. Kommt da gerade nochmal rechtzeitig weg. Junge, war das knapp. Mixwell erwischt ihn dann aber trotzdem noch. Und jetzt ist der A-Spot theoretisch frei. Das werden sie nicht unbedingt wissen. Doch, man hat es sofort vermutet, also man war sich sicher. Klar, es sind schon 3 Frags gefallen auf dem A-Spot. Ne, im Moment sind gar nicht. 1 in der Banane und 2 auf A, aber sie hat uns trotzdem richtig geredet, dass man mit 2 Leuten schon drüber geschoben hatte. Cajun B und Cypex. Mixwell ist so gut wie tot. Jetzt geht er tatsächlich auch down gegen Cajun B. Der pusht aber sofort hinterher und dementsprechend wurde er auf jeden Fall gehört von McFly. Der Molotov, ja, der stört ihn hier auf jeden Fall. Jetzt muss er durch die Smoke rausgehen, wenn er wirklich raus will. Ich weiß nicht, ob die Smoke so eine gute Idee war. Nee. Rush. Das Problem ist halt, er muss sie sich irgendwie legen, wenn er wirklich noch was spielen will. Aber auf der anderen Seite zerstört er sich damit halt jeden Versuch, noch irgendwas zu spielen, weil, ja, wenn die Smoke da halt liegt, dann hast du halt gelutscht. Weil du kommst halt nicht mehr raus, ohne dass der Spieler dich im Sandkasten abholt. Problem! 9:6 zur Halbzeit und jetzt gibt's nochmal ein technisches Problem. Device is right back. Oh, übrigens, unsere Klimaanlage geht wieder. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, also für Astralis wird es auf jeden Fall ganz schön hart werden. Jetzt vor allem, wenn Optic Gaming halt die Pistol gewinnen sollte. Und das Ding ist halt, also wenn man über das Winner Bracket durchkommt, kann man sich halt schon einiges sparen. Weil das Lower Bracket Finale und das Consolation Finale, also beide Spiele im Lower Bracket, die man ja dann theoretisch gewinnen müsste, wenn man dann noch sich qualifizieren möchte, sind halt Best of Threes. Ja, das heißt, du kannst, also wenn du quasi ins Lower Bracket kommst, dann kann es sein, dass du insgesamt 7 Maps spielen musst. Und wenn du dich über das Winner Bracket qualifizierst, dann kannst du mit 2 Maps schon durch sein. Und das ist halt schon ein krasser Unterschied, ehrlich gesagt. Ah. So, was ist jetzt eigentlich hier das Problem? Im englischen Stream machen sie gerade 1 Minute 30 Pause, alles klar, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Zweites Spiel war angesetzt, ursprünglich, ich glaube sogar 15.10 Uhr, ja, das müsste sogar noch im Zeitplan sein, wenn mich nicht alles täuscht. Achso, da war es nicht 1 Stunde 30, sondern 1 Stunde 10, genau, okay. Das hatte man da insgesamt immer angesetzt für die Best of Ones. Und dann genau, dann geht sich das genau aus mit 21 Uhr, da geht dann theoretisch das Best of Three los. Ich denke mal, es wird dann auch so schnell gespielt, wie es halt irgendwie geht. Also sollten wir quasi vor 15.10 Uhr noch fertig werden, was bei diesem Spiel jetzt nicht mehr der Fall sein wird wahrscheinlich, würde das nächste Spiel dann wahrscheinlich so schnell, wie es halt irgendwie geht, danach ausgespielt werden. Die anderen beiden Teams konnten sich auch schon aufbauen, soweit ich weiß. Also es gibt mehrere Plätze, das heißt also, die Spiele werden wahrscheinlich ziemlich schnell hintereinander durchgezogen.
Dann schauen wir mal, dass es da hoffentlich gleich behoben ist, was auch immer das für ein Problem ist. Haben sie es vorhin geschrieben? Ah, Audio ist okay. Ist put in the new in-ears. Klingt gut. Ich frage bloß gerade, warum man dafür reconnecten muss. Aber gut, soll uns nicht interessieren. Hauptsache, es funktioniert dann gleich. Ja, also, sagen wir es mal so, die Ausgangsposition, die ist auf jeden Fall gut für Optic Gaming, gerade wenn sie die Pistol Round holen. Aber ich würde Astralis hier wirklich noch nicht abschreiben. Also ich wäre noch vorsichtig damit zu sagen, dass es hier wirklich schon safe ist oder so. Klar, 9 T-Noten sind gut. Sind sehr gut für Inferno. Aber noch ist hier nicht alle Tage Abend. Gut. Ready. Sehr schön. Da haben wir sogar den 10-Sekunden-Countdown. Der ist immer viel schöner, weil bei dem ESL-Plugin hast du ja immer nur die 5 Sekunden. Und manchmal siehst du es auch gar nicht. Das war immer bei der. Also, wenn die Liga-Phase der ESL Pro League quasi so läuft, dann geht es einfach immer putz los. So. Also, 6 zu 9. Pistol Round Nummer 2, die erste konnte Astralis ja im zweiten Anlauf mehr oder weniger für sich gewinnen, als man dann auch wirklich mit Bombe gespielt hat. Auch Astralis hat hier jetzt eine Bombe, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Mal gucken, was sie da planen. Man geht also wirklich schnell in die Banane hier rein. Möchte da wahrscheinlich Stanislav überlaufen. Der zieht sich allerdings schnell zurück. Ist halt immer so eine Position, die man spielen kann, die Stanislav gerade hatte. Einfach nur, um Info zu sammeln. Also, du gibst halt ein, zwei Schüsse ab. Ja, versuchst, wenn du einen bekommst, ist es besser, also umso besser. Wenn nicht, ist es auch kein Problem. Du weißt genau, okay, es kommen Spieler und das reicht. Mehr musst du gar nicht wissen. Es geht einfach nur darum, dass du Kontakt hast, dass du die Gegner dazu zwingst, kurz abzubremsen und halt, dass du eventuell, wenn es dann perfekt läuft, auch noch einen Frag rausholen kannst. Um mehr geht's an dieser Position gar nicht. So, jetzt kommt hier wirklich der B-Go. Allerdings stehen da schon drei Spieler von Optik bereit. Also dementsprechend habe ich gar keine so schlechte Chance, das Ganze abzuwehren. Schön von Rush hat noch einen zweiten mitgenommen, beziehungsweise Nephly war es sogar. Kerrigan lässt aber bleiben, der Spieler mit den drei Leuten hat man sie hier zusammengeschossen, die Spieler von Astralis. Also, man dachte, es reicht da, den B-Spot einmal anzufaken kurz und dann in der zweiten Welle drauf zu gehen, sodass Optic Gaming da vielleicht sogar schon mit 4 Leuten auf dem A-Spot drüber steht oder wenigstens nur mit 2 auf B bereit ist. Aber Optic Gaming hat den Read ausgepackt, holen sich hier die Pistol Round und jetzt, wenn man die beiden Anschlussrunden auch noch holt, könnte es sein, dass es wirklich ein kleines bisschen eng wird für Astralis. Aber jetzt geht es erstmal darum, den Force bei der Dänen hier zu überstehen für Optic Gaming. So langsam aber sicher könnte man da wirklich zumindest schon mal ein gutes Gefühl bekommen. Natürlich jetzt nicht zu früh irgendwie hier schleifen lassen und sich gar nicht mehr konzentrieren. Aber es entwickelt sich auf jeden Fall in die absolut richtige Richtung für Optic Gaming momentan. Schon von Cypex. Kann er wenigstens den Entry-Frag setzen und genau solche Aktionen sollte man eigentlich vermeiden. Gegen den Force-Buy. Gerade dieses einzelne Reingehen, das ist halt so super gefährlich. Weil da haben die Pistolen einfach ihre Stärke, dass sie halt im 1 gegen 1 eben so stark sind. Oh, die Pre könnte dann eine sehr gute Position haben. Wartet erstmal noch ab. Falls Optik sich dafür entscheiden sollte, da irgendwie offensiv zu gehen, dann steht er wirklich sehr gut. Astralis lässt sich auch erstmal Zeit. Jetzt kommt selbst halt eben wieder alleine rein. Allerdings zieht er sich auch rechts zurück. Also, er spielt es halt auch sehr vorsichtig. Das ist dann wieder ein Unterschied. Hat hier auch nur die MP9, deswegen würde er vielleicht noch ein bisschen Probleme bekommen. Ja, und das wird im Endeffekt jetzt alles von Nephly abhängen. Also, wie viel Damage kann er machen? Wie lange kann er sie vor allem verzögern? Gut, das mit dem Verzögern war jetzt nicht wirklich der Knüller. Kerrigan als Backstabber eingesetzt. Man spielt es mehr oder weniger einfach wie eine Waffenrunde bei Astralis und das funktioniert halt optimal bis hier. Nicht mal, man hat jetzt ein 3 gegen 5. Und der Retake wird halt extrem schwer. Dementsprechend hat sich das dann wohl mit den drei Anschlussrunden schon, oder mit den zwei Anschlussrunden schon wieder erledigt bei Optic Gaming. Ja, sie gehen tatsächlich safen. Also der Force-Buy ist erfolgreich. 2 Frags reichen aus. Aber ich weiß halt auch nicht genau, warum der B-Spieler dann wirklich das so spielt, weil ich glaube, Nephly war es. Wenn er es halt so spielt, wie er es gerade gespielt hat, dann passiert genau das. Na, da musst du weggehen und ist die Runde einfach verloren. Und, klar will er in dem Moment dass man noch mehr Waffen verliert, aber du musst halt all in gehen.
Du hast keine andere Wahl, außer zu versuchen, zwei oder drei Frags zu ziehen. Und wenn das halt nicht klappt, gut, dann ist die Runde halt weg. Aber das war sie im Prinzip dann so oder so schon. Ja, so hat man jetzt zwei Waffen noch gesaved. Also im Prinzip wäre es dann auch nicht besser gewesen, weil wäre er da drüben gestorben, dann hätten die anderen beiden auch safen gehen können. Und die Runde ist halt trotzdem futsch. Weiß ich nicht ganz. Ist schwer zu beurteilen. Klar, er wollte es halt sicher spielen, er wollte lieber auf seine Mates warten, was auch okay ist, normalerweise. Aber in der speziellen Situation hätte man es wahrscheinlich eher, also lieber probieren sollen, da All-In zu gehen und sie wirklich einfach mit den Haufen zu schießen. So, jetzt habe ich wieder genug gerantet. Oh, Mixwell spielt doch gut mit der Smoke. Das könnte hier sogar funktionieren. Das könnte sogar ziemlich gut funktionieren. Das ist unerkannt durchgekommen. Oh, der wartet erstmal. Finde ich gut, dass er nicht sofort wieder reinpusht, sondern noch ganz kurz chillt. Oh, schön von Rush. Der macht hier schon mal einen guten Job. Der CZ auf jeden Fall kurz aufgehalten. Jetzt ist Mixwell mittlerweile auch wieder da. Ist gar nicht hinter ihn hergepusht. Oh ja, da ist die AP7 auf jeden Fall drauf. Also 2 gegen 2 hat man schon mal rausgeholt hier. Schon mal einiges an Damage angerichtet. Da kommt von der Seite, diesmal hat er es richtig gemacht. So, sofort wieder den Fehler ausgebügelt. Und damit ist man im 2 gegen 1. Und Cypex wird hier auf jeden Fall noch einen schweren Job vor sich haben. Aber er ist ein Spieler, der sehr, sehr gut klatschen kann. Das wissen wir. In der Vergangenheit hat er das immer wieder gezeigt. Boah, der Molo, wie sie halt einfach mit ihm rechnen. Wie sie einfach mit ihm rechnen. Und dann, wo ist denn der Refrag? Junge, haben sie es da aber nochmal spannend gemacht. Aber gut, die Runde geht trotzdem auf. Die Gegenrunde ist direkt am Start. Elf zu 7. Ja, das kostet Astralis natürlich jetzt wieder trotz allem einiges, auch wenn sie da aus dem Forceball rausgekommen sind. Sie werden sich da ziemlich, ziemlich weit runterkaufen müssen. Und wir sehen jetzt hier auch schon ziemlich viele Tech-9s. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, ja, wenn du ein Vego spielst, dann kannst du auch gerne mit der Tech-9 rauf, dann ist auch kein Problem. Wahrscheinlich sogar noch besser als die AK. Aber wir merken halt an dem Faktor einfach, dass das Geld halt langsam aber sicher zur Neige geht. Ich denke mal, man sollte bei den Teams einfach wirklich so ein Tech-9 etablieren, ehrlich gesagt, weil es ist halt einfach viel zu stark, als dass man es eigentlich nicht machen sollte. So, anstatt auf Waffen zu sparen, einfach auf die Tech-9s sparen. Weil es ist halt, du zahlst dann anstatt 2700, 500 und es ist halt genauso effektiv. Zumindest in gewissen Situationen. Ja, ich meine, du kannst dir die Situationen dann auch so hervorrufen. Du kannst ja teilweise mit den Ghosts dann auch genau diese Situationen hervorrufen, zum Beispiel mit Smokes, ja, dass du die langen Distanzen einfach abblockst und die Gegner in die Close Range zwingst. Und wenn du damit einen Tech-9 angejodelt kommst und einfach voll reinholst, Profit. Besser wird's nicht mehr. Ja, RIP Depree, schöner Refrag, der war auch ziemlich nötig. Gleichzeitig wird da wieder so ein kleines bisschen hoppala, da wollte ich eigentlich hin, an der Library gefightet. Agent B kann den Refrag ziehen, zumindest dann ist er erstmal auf sich alleine gestellt, hier auf A. Weil sie wissen, dass er irgendwo hinten sein müsste. Cypex verliert sein Duell, Kerrigan. Oh, wieso stirbt denn der nicht? Aber Agent B zu seiner Unterstützung zur Stelle, 2 gegen 2. Kerrigan und Agent B, Bobby wird geplantet. Wenigstens schon mal so weit das Ganze hier aufgegangen. Schön von der Fly. Nummer 1 und damit ist Kerrigan wieder auf sich alleine gestellt. Sie wissen, wo er steht. Molotov, Smoke und dann noch der Spray in den Brustkorb von Debs mit der UMP. Also sauber ausgespielt, wieder schön die Granaten verwendet. 12 zu 7, also hat sich bei Optic Gaming trotzdem dieses Ergebnis sichern können. Auch wenn es ein kleines bisschen, ja, verzögert war, in Anführungszeichen. Dadurch, dass sie ja die Forceball-Runde nochmal abgegeben haben, dann aber daraufhin gleich wieder ihre eigene geholt haben. Ja, und jetzt hat man Astralis eigentlich wieder in so einem Forceball. Sie entscheiden sich auch dafür, Tech-9s, UMP und alles drum und dran zu kaufen. Auch die UMP absolut viable. Eine sehr, sehr starke Waffe momentan, die halt auch super viel Damage macht. Und die eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich auch mal angepasst werden sollte, weil sie halt schon sehr stark gegen Rüstung. Ich meine, klar, sie hat eine relativ niedrige Feuerrate und sie ist dann auf die Entfernung trotzdem nicht mehr so gut zu gebrauchen. Aber im momentanen Zustand ist sie halt auch schon extrem gut. Vor allem für den Preis einfach. Ja, weil du zahlst halt 1250 und das Ding ist halt echt stark. Insgesamt denke ich mal, die SMGs könnten den Rework schon nochmal ganz gut vertragen eigentlich. Gerade dieser Recoil-Pattern-Patch damals, der war einfach zu viel. Weil du kannst halt mit den Dingern einfach, die schießen halt 30 Schuss auf einen Punkt. Du musst halt gar nichts kontrollieren und du kannst einfach alles auf den Kopf holzen. Und dann ist es egal, ob das Ding viel Damage oder nicht gegen den Kopf macht. Wenn du halt einfach 20.000 Kugeln pro Sekunde raushaust und du halt nicht mal richtig
Recoil kompensieren musst, dann kann es halt wirklich recht herzlich egal sein, weil dann wird der Damage einfach durch die Feuerrate halt kompensiert. So, auch hier wieder eine recht langsame Runde von Astralis. Jetzt haben wir sie erstmal aufgestellt. Mal schauen, was sie uns da auftischen wollen. Da glaube ich, wird jetzt ganz schön was ausgepackt. Regen und seine Mates wollen erstmal nur antäuschen. Oh, nimmt der extra ein bisschen Damage in Kauf, um das Ganze dann noch überzeugender zu machen. Sie wollen nicht durchgehen komplett. Und ein Spieler hat in die CD-Base reingeschickt. Also das Ganze als Argo angefaked, damit ein Spieler über die CD-Base durchkommt. Der Sacker ist schon wieder mittlerweile down, aber die B-Spieler haben sich halt davon nicht beeindrucken lassen. Und solange da kein Spieler auf dem A-Spot fällt, ist es eigentlich auch klar. Also der Fake ist erst dann effektiv, wenn auf dem A-Spot einer stirbt. Denn dann sind die B-Spieler dazu, oder müssen sich dazu entscheiden, eigentlich zu verschieben. Und so hat der Fake jetzt im Prinzip nichts gebracht. Also außer, okay, das muss man ihn lassen, außer dass der CD-Spieler, der eine T hier durch CD durchgekommen ist. Das hat funktioniert, okay. Aber sonst nichts. Weil es waren immer noch zwei Leute auf dem B-Spot, man hat zwei Spieler verloren auf A, ohne einen Frag zu ziehen. Und, ja. Die Idee, ziemlich gut. An den Frags scheitert es dann. Naja, alles muss nicht angepasst werden, aber die, also beziehungsweise, ich würde sogar sagen, dass die SMGs und so weiter okay wären, wenn du dich nicht bewegen könntest mit ihnen. Genauso wie die Pistolen. Weil gerade diese Running in Accuracy ist halt dann das Problem einfach. Ja, weil es ist halt super schwer abzuhalten mit einer normalen, Anführungszeichen, Waffe. Ich meine, ich finde es auch nicht schlecht, dass halt nicht nur quasi die AK und die M4 stark sind, sondern viele Waffen einfach auch einsetzbar sind. Die Idee dahinter ist schon gut, aber es ist halt, es sind so kleinere Sachen, die man einfach noch anpassen müsste, dass trotzdem dieser Vorteil einfach noch so ein Stück weit immer gegeben ist. Oder du passt halt dann die Preise an. Weil teilweise die Sachen einfach ein kleines bisschen zu billig sind. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich momentan trotz allem schon ziemlich okay. Aber es ist halt meckern auf hohem Niveau, ne? Weil man will es halt immer besser haben. So, Neffler hat da schon mal gut was gegengeholzt. Gegen die Banane. Man entscheidet sich dabei, Astralis auch wieder dafür, sich zurückzuziehen. Also das Ganze wieder nur ein Fake-Versuch. Jetzt in der Equal einfach, vielleicht kann man Spotter mit Freidorn irgendwie, aber Kerrigan hier mit dem Aim-Punch überhaupt keine Chance, irgendwas anzurichten. Rush, Rush und nochmal Rush. Aller guten Rushes sind drei. -7. Tja, also Optic Gaming, wenn sie so weiterspielen, dann werden sie das Spiel wohl auch gewinnen. Aber Astralis, ehrlich gesagt, also es ist ein bisschen von beiden mal wieder. Das hat man ja häufig, das Phänomen. Astralis, die halt einfach nicht gut spielen. Und Optic Gaming, die halt scheinbar wirklich gut gekellert haben. Vielleicht auch Astralis, die sie so ein Stück weit unterschätzt haben. Weil Astralis, also das ist echt nicht das Niveau, was wir von ihnen gewohnt sind. Ja, auch hier halt wieder der Entry-Frag bei Optic Gaming, auch wenn Rush ordentlich was abbekommen hat. Also, dass er mit 14 AP überlebt, ist zwar nicht schlecht für Optic Gaming, aber er ist halt trotzdem eine wandelnde Leiche, mehr oder weniger. Steht hier auch schon relativ safe, sodass er auf jeden Fall Stanislav dabei hat, der ihn gleich unterstützen könnte, wenn es wirklich so weit kommen sollte. Das ist eine Doppeldeckung auch hier aus dem Sandkasten raus. Aber Sandkasten ist einfach eine sehr entscheidende Position, eine Key-Position sozusagen, eine Schlüsselposition. Oh, die kommen halt gar nicht durch. Astralis wieder sofort zwei Spieler verloren, 4 gegen 2. Es gibt halt einfach. Es gibt halt einfach keinen Weg dadurch. Aber auch da wieder, ich meine, dass der Astralis-Spieler da vorne an der Wand sitzt, ist halt eigentlich auch wieder super gut, weil der wurde halt vorher nicht gesehen. Ja, aber der Spieler von Optik zieht ihn dann einfach ab und macht ihn dann auch. Das ist halt wieder sowas, was halt einfach beweist, man gerade eine gute Übersicht hat, beziehungsweise auch eine gute Konzentration, weil mit so einer Pussy musst du echt erstmal rechnen. Und Rush mit seinen 16 AP kann er jetzt zu allem über, oder mit 14 AP kannst du allem Überfluss auch nochmal einen Break machen. Ja, und Cypex hat jetzt noch 3 Sekunden. Wenigstens geht der Bombplan noch durch, immerhin etwas, aber die 15. Runde, die steht trotzdem.
Junge, 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 Astralis lässt sich da gerade ganz schön vernaschen und wir haben dann höchstwahrscheinlich, wenn dieses Spiel jetzt wirklich so ausgeht, wie es momentan aussieht, den ersten Upset des Tages. Ja, ich will mich nicht beschweren. Umso besser, wenn die Spiele spannend bleiben, weil ganz ehrlich, sowas ist mir lieber, als dann zu sehen, dass Optik jetzt einfach 16-0 rasiert wird. Und dann bin ich einmal auf Train gespannt zwischen LG und G2, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also da halte ich es wirklich für unwahrscheinlich, dass G2 was macht. Weil Luminosity momentan wieder ziemlich gut dabei ist und gerade auf Train auch sehr stark, auch wenn es eine gute Map von G2 ist. Das ist Astralis Halbfinalniveau. Stimmt. Habe ich außer Acht gelassen. Aber es ist ja auch Winner Bracket Halbfinale. Wir waren so blind. Wieso waren wir so blind? Natürlich, es ist einfach nur der Halbfinal-Joke. Da ist mal wieder diese 2-3-Aufteilung, auch der T's sozusagen. Device sucht nach dem Entry-Break, aber bekommt hier sofort die Smoke ab, also keine Chance. Damit hat sich das Entry-Frag in Richtung B wahrscheinlich erstmal erledigt. Boah! Junge! Und damit hat sich das Entry-Frag auf jeden Fall erledigt. Ciao, Device. War schön mit dir. Der darf dann fürs nächste Spiel auch nicht aussetzen. Schön, auch der zweite Frag fällt. Ja, und jetzt, nee, das war's. Das war's, Kerrigan im 1 gegen 5 und Optic Gaming hat fast das Winner Bracket Finale safe. Kerrigan, schön mal der Spray, aber er hat nur noch 9 AP gegen 4 verbleibende Spieler. Jetzt ist Schluss, 16-7, Astralis verliert gegen Optic Gaming auf DE Inferno und das wahrscheinlich auch schon so ein Stück weit dieser schlechten CT-Hälfte von ihnen einfach geschuldet, aber... Also teilweise war es auch wirklich unlucky, das muss man Astralis schon lassen, da wäre durchaus mehr drin gewesen, aber man hat es halt eben nicht immer in der Hand. Das Spiel kann man teilweise unter schlecht gelaufen verbuchen, aber auf der anderen Seite auch unter gut gespielt von Optic Gaming und selbst halt eben nicht unbedingt optimal getroffen, was aber halt auch wieder eine Konsequenz aus der ersten Hälfte sein könnte, ist immer schwer zu sagen einfach.